Jo, was geht ab, Insiders? TerraFox hier. Und mit euch möchte ich jetzt nun ein Video vorstellen. Und zwar Richtung 2000, Vorschau auf die Welt von morgen. Aus dem Jahr 1972. Und es ist sehr interessant, wie die Leute sich 1972 die Zukunft vorgestellt haben. Und ja, schauen wir uns mal das an. Ist geil. Vorschau auf die Welt von morgen. Ein Film von Arno Schmuggler und Peter Kerstan. Ja, das ist doch mal ein futuristischer Wecker. Auch im Jahre 2000 müssen Menschen morgens aufstehen, denn immerhin arbeiten die meisten noch 25 Stunden in der Woche. Das ist ja schön. Guten Morgen. Es ist 7.30 Uhr. Sie wollten geweckt werden. Heute ist Montag, der 25. Oktober 2000. Ja, das war ein Mittwoch gewesen. Steht hier in den Kommentaren. Herr B. erwacht gut ausgeruht in seinem klimatisierten, schalldichten Schlafraum. Auf einem tragbaren Schaltpult drückt er einige Knöpfe und bringt damit Leben in seine von der Elektronik beherrschte Wohnung. Herr B. ist 45 Jahre alt, parteilos und Junggeselle. Er hat seit 5 Jahren eine feste Freundin und seit 2 Jahren ein künstliches Herz, das ebenfalls absolut zufriedenstellend funktioniert. Herr B. ist im Großen und Ganzen mit seinem Leben zufrieden, besonders da es seit etwa 5 Jahren Optimum 10, ein schnell wirkendes Medikament gegen Depressionen aller Art, gibt. Ich nehme es als Sertralin. Während er sich rasiert, noch immer hat die Wissenschaft kein Mittel gegen Schnupfen oder Bartwuchs entwickelt, wird in der vollautomatischen Küche das vorgefertigt angelieferte Normfrühstück FS10-22 im Hochfrequenzofen zusammen mit dem Kaffee zubereitet. Nur genormtes Frühstück. Typisch deutsch. Das sieht ja lecker aus. Papp, Teller, zwei Plastikbesteckkabeln. Inzwischen ist auch die Morgenzeitung fertig. Die großen Zeitungen erscheinen genau wie vor 30 Jahren, aber nur ein kleiner Teil der Auflage wird noch gedruckt. Die Abonnenten beziehen ihr Blatt 2-mal täglich über einen Spezialdrucker. Gegen Sondergebühr werden 3-mal täglich Nachrichten geliefert. Nur einige große Zeitungskonzerne können sich diese aufwendige Technik leisten. Kleinere Zeitungen gibt es kaum noch. Na, das hat zum Glück nicht so geändert. Aber die werden jetzt nicht mehr unbedingt auf Papier gelesen. Ja, ein Schlückchen Kaffee ist immer gut. Man muss missbilligend vermerken, dass Herr B., wie die meisten Junggesellen oder länger verheirateten Männer, beim Essen liest. Trotzdem aber wird sein Frühstück ihm gut bekommen, denn alle Nahrungsmittel sind frei von Giften, seit die Landwirtschaft nach biologischen Methoden, also ohne Schädlingsbekämpfungsmittel und künstlichen Dünger, arbeitet. Das ist Bio. Biogenormtes Frühstück. Herrn B.'s Wohnung liegt in einem riesigen Wohnturm mit 2000 Appartements. Sie ist nicht nur voll klimatisiert, sondern hat auch Anschluss an das internationale Fernsehsatellitennetz. Solange der Fernsehschirm unbenutzt ist, sieht er wie ein Bild aus, das an der Wand hängt. Etwa 15 ausländische Stationen sind zu empfangen. Man kann rund um die Uhr fernsehen.
Als diese Einrichtung neu war, liefen Millionen von Menschen ständig unausgeschlafen herum. Inzwischen hat die Sache den Reiz der Neuheit verloren. Where the heck am I, anyway? Well, wherever it is, I don't like it, and I'm getting out of here. Schau dir das wohl auf Netflix an. Maybe that character wearing a spittoon can help me. At last, after 2,000 years of work, the Illudium Q36 Explosive Space Modulator. Bei den letzten Bissen ist Herrn B. eingefallen, dass er noch einkaufen muss. Dazu benutzt er wieder das drahtlose Haushaltsschaltpult. Die großen Einkaufszentren bieten schon lange einen sogenannten Tele-Shopping-Service. Durch Knopfdruck kann der Kunde morgens über den Bildschirm jeden gewünschten Artikel kaufen. Am Nachmittag wird die Ware in seine Wohnung geliefert. Der Betrag ist automatisch von seinem Konto abgebucht. Das Amazon von damals, das Amazon von 1972. Drahtlose Schaltpulte sehen ist heute auch irgendwie ganz anders aus als damals. Ja, ist ja noch das Jahr 2000. Der Haushalt ist soweit versorgt. Herr B. muss nur noch seine Arbeitsstelle anrufen, weil er heute etwas später kommt. Er benutzt dazu das Fernsehtelefon. Ja, giftfreies Essen, aber raucht. Das Fernsehtelefon lässt sich übrigens auch auf den großen Bildschirm schalten. Die Einrichtung hat zu einem erheblichen Abbau direkter menschlicher Kontakte geführt. Denn viele Leute besuchen ihre Freunde gar nicht mehr, sondern treffen sich nur noch per Bildschirm. Sozialforscher und Psychologen warnen deshalb schon seit langem, ohne Erfolg, vor der zunehmenden Isolation des Menschen durch die Technik. Ja. Runde Skypen ist auch damals schon möglich gewesen. Herr B. ist auf dem Wege zur Arbeit. Er wohnt nicht weit vom Bahnhof und benutzt keinen rollenden Bürgersteig, sondern läuft altmodischerweise zu Fuß. Er liebt diese paar Schritte in frischer Luft, denn seit Verschmutzung der Umwelt durch Gesetz verboten ist, 1990 plädierte man sogar für die Todesstrafe, kann man auch auf der Straße wieder ungefährdet Luft holen. Ja, er raucht. Ist das der deutsche Transrapid? Wir wollen doch Stoiber einführen, oder nicht? Hat aber wegen seiner 10-Minuten-Rede wohl nicht geklappt. Herr B. arbeitet etwa 80 Kilometer entfernt in einer anderen Stadt. Das ist weder ungewöhnlich noch zeitraubend, denn natürlich fährt er nicht mit dem Auto. Ein schneller Zug bringt ihn in etwa 15 Minuten ans Ziel. Dieser Typ läuft nur 320 Kilometer in der Stunde. Die neuesten Modelle bringen es auf 500 Kilometer. Sie wirklich? Sieht so realistisch aus. Ein schneller Zug. Am Bahnhof mietet Herr B. durch Münzeinwurf ein elektrisches Stadtauto. Diese kleinen Stadtwagen stehen an allen wichtigen Knotenpunkten bereit. Mitunter, während Herr B. in seiner Glaskabine dahinrollt, hat er ein bisschen Sehnsucht nach der alten Zeit. Da dauerte der Weg zwar länger, aber man ging durch dicht bevölkerte Straßen, sah andere Gesichter und hörte fremde Stimmen. Manchmal fühlt Herr B. sich also schrecklich einsam in der perfekten elektronisch gesteuerten Welt, in der er lebt, in der Mikrofone für ihn hören und Kameras für ihn sehen.
Aber dann nimmt er schnell eine Tablette Optimum 10 und fühlt sich gleich besser. Das ist einen voll abhängig zu machen, das Zeug. So ein kleines Auto sollte auch mal öfters mal in die Straßen fahren. Das letzte Stück Weg liebt Herr B. sehr. Transportbänder durchziehen nach allen Richtungen die endlosen Geschäftsstraßen der riesigen Hochhäuser. Bisweilen trifft er hier nämlich Bekannte, die er außer über den Fernsehschirm schon seit Monaten nicht mehr gesehen hat. Ja. Das ist ein bisschen wie die Jetsons und ihre fahrbaren Bürgersteige. Ja, rollende Bürgersteige heißen die. Herr B. arbeitet in einer Datenbank, einem großen Rechenzentrum mit Hunderten von Computern. Diese Datenbanken verkaufen gegen Gebühr gespeichertes Wissen, so wie andere Banken Geld. Herr B., dies wäre noch nachzutragen, ist Diplom-Ingenieur und überwacht die Anlage. Eine leider sehr eintönige Arbeit. Auf Lochkarten werden die doch geschrieben. Ja, Lochkarten. Die meisten Großstädte besitzen solche Datenbanken. Was immer die Wissenschaft an neuen Erkenntnissen sammelt, wird hier gespeichert. Krankenhäuser und Ärzte können Diagnosen anfordern, Politiker werden in wenigen Sekunden mit neuestem Material versorgt, die Lernmaschinen der Universitäten werden von hier aus gespeist. Die Computer liefern für alle Entscheidungen in Politik oder Wirtschaft blitzschnell exakte Unterlagen und machen es möglich, diese Entscheidungen ebenso schnell zu überprüfen. Die Computer von Jahrzehntausend sahen aber noch ein bisschen größer aus als heute. Herr B. hat viel Zeit zum Nachdenken. Aber das geht Millionen hochqualifizierter Menschen so, deren Arbeit nur noch darin besteht, vollautomatische Produktionsanlagen zu überwachen. Herr B. denkt bisweilen daran, was er tun wird, wenn er mit 50 Jahren in den Ruhestand tritt. Das Problem der jugendlichen Rentner ist noch immer nicht recht gelöst. Viele beginnen dann mit einem zweiten Beruf oder versuchen, ihre Hobbys zu kultivieren. Die meisten aber stehen den langen Jahren voller Freizeit hilflos gegenüber. Vielleicht wird die nächste Generation es leichter haben. Herr B. ist jedenfalls noch das Produkt einer Epoche, in der man Arbeit für den Sinn des Lebens hielt. Da mal rauchen. Innenräumen. Schluss der Vorstellung. Herr B. ist nur ein Schauspieler. Die Welt des Jahres 2000, in der wir ihn beobachteten, existiert noch nicht. Aber sie könnte existieren. Die technischen Voraussetzungen dazu sind vorhanden. Die Zukunft gibt es als Versuchsausführung in Labors oder auf Ausstellungen. Es gibt Herrn B.'s Wohnung, das Elektromobil, den schnellen Zug. Es gibt die Rechenzentren, die ein gewaltiges Wissen gespeichert halten. Nur 28 Jahre vor der Schwelle zum dritten Jahrtausend aber präsentiert sich unsere Welt in höchst unvollkommener Verfassung. Plot Twist. Das ist nur ein Schauspieler. Aber Wikipedia war damals auch ein bisschen größer. 14 Millionen Autos drängen sich auf den Straßen der Bundesrepublik. Sie verpesten unsere Atemluft. Das Leben in unseren Städten droht in Blech, Abgasen und Lärm zu ersticken. Eingekeilt in eine Karawane von bunten Blechgehäusen verbringen wir einen Teil unserer Freizeit.
Unsere Baumeister bauten neue Städte, ohne an Schnellbahnen zu denken. Aber gehorsam, wie eine mächtige Werbung es uns lehrt, halten wir das Auto auch dann noch für ein Symbol der Freiheit, wenn es uns zur Bewegungslosigkeit verurteilt. Sag mein Vater mal, dass die Straßen vorher leerer waren. Heute sind sie so voll. Aber die Autos sind sauberer geworden. Aufbruch zu neuen Zielen. Eine Karosserie, die der Wind geformt hat. Ein Fahrgestell, das sich an die Straße schmiegt. Erleben Sie das berauschende Gefühl des Dahinstürmens. Vergessen Sie Raum und Zeit. Vergessen Sie. Und wir vergessen bereitwillig nicht nur Raum und Zeit, sondern auch 17.000 Verkehrstote und 500.000 Verletzte pro Jahr. Fünf Millionen Tonnen Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid, dazu 7.000 Tonnen Blei, werden jährlich in die Atmosphäre der Bundesrepublik geblasen. Besonders in Großstädten und Ballungsräumen liegt der Giftanteil der Atemluft zeitweise schon über den gerade noch zulässigen Werten. Jetzt sind wir wieder 1972 angekommen. Überschallverkehrsmaschinen werden aus nationalem Prestige gebaut, obwohl ihr Nutzen fragwürdig ist. 3 Stunden Zeitersparnis von Kontinent zu Kontinent werden wir mit einer Verschmutzung der Stratosphäre und mit einer unerträglichen Lärmbelästigung bezahlen müssen. Ja, die gibt's auch nicht mehr, die Concorde. Mit chemischen Schädlingsbekämpfungsmitteln haben wir das biologische Gleichgewicht der Natur gefährlich gestört und unsere Nahrungsmittel vergiftet. Das sprunghafte Anwachsen unserer Industrie in den ersten Jahrzehnten nach dem Kriege geschah ohne Rücksicht auf die Umwelt und den Wasserhaushalt. Der Grundwasserspiegel ist bedenklich gesunken, unsere Flüsse sind zu riesigen Abwässerleitungen geworden. Das Grundwasser wird durch giftigen Müll zusätzlich bedroht. In wenigen Jahren wird sauberes Wasser zum Luxusartikel werden. Ja, das ist jetzt auch nicht eingetreten, zum Glück. Der Eriesee in den USA, 80 Mal so groß wie der Bodensee, vor 20 Jahren noch ein Angler- und Badeparadies, ist heute ein totes Binnenmeer. Fachleute prophezeien dem Bodensee in 5 bis 10 Jahren dasselbe Schicksal. Neben zahllosen Betrieben leiten etwa 10 Millionen Bundesbürger ihre Haushaltsabwässer ungereinigt in Flüsse und Seen. 50 bis 100 Jahre würde es dauern, um den vergifteten Eriesee wieder zu einem gesunden Wasserreservoir zu machen. Jetzt haben sie wohl den Fokus auf Umweltschutz geleitet. Vorher ging es ja mehr um... Die Industrialisierung brachte Wohlstand für viele, aber auch Bedrohungen für alle. So, hell, die Industrialisierung begünstigte aber auch die Konzentration von Kapital und Sachwerten in den Händen weniger. Zum Beispiel besitzen 1,7% der westdeutschen Familien 35% des gesamten Privatvermögens und 70% aller Produktionsmittel. Dieses hier, das kostet 54.750 Mark. Erstklassige Qualität, Kaschmirfarben. Dieses Armband, das kostet 21.500 Mark.
Es war viel Geld damals. Hinter der glänzenden Fassade unseres Wohlstandes leben in Elendsquartieren 600.000 bis 800.000 Menschen, der größte Teil von ihnen ohne eigene Schuld. Gestrauchelt, aus der Bahn geworfen, zusammengebrochen im Rennen um den höheren Lebensstandard. Für Tausende von Kindern beginnt hier im Elend ein Lebensweg, der wieder im Elend enden wird. 1980 rechnet man mit einer 500.000 Studenten. Unsere Hochschulen sind bis jetzt nicht in der Lage, die Hälfte unterzubringen. Es fehlt an Studienplätzen, die Hörsäle sind überfüllt. In den Laboratorien und Instituten tritt man sich gegenseitig auf die Füße. Zwischen dem eben geschilderten Epithel. Wir vermitteln Bildung nach Methoden der Vergangenheit. Wenn es aber nicht gelingt, mehr Wissen an möglichst viele Menschen zu vermitteln, werden wir vor den Problemen der Zukunft kapitulieren müssen. Ja, gibt ja heute Online-Studien und Online-Abitur. Die deutsche Medizin leistet Imponierendes, aber die veraltete hierarchische Ordnung unserer Kliniken und Krankenhäuser gibt dem Nachwuchs kaum Chancen und bremst den medizinischen Fortschritt mehr und mehr. Prozent unserer Klinikbetten stehen in Krankenhäusern, die vor 1920 gebaut worden sind. Fast überall sind Krankenhausbetten zu knapp. Da muss die Politik ran. Wie werden wir im Jahre 2000 regiert werden? Der Mechanismus der parlamentarischen Demokratie ist schwerfällig und kann von mächtigen Interessengruppen an vielen Stellen gebremst werden. Wird die Demokratie fähig sein, hart und rasch genug Entscheidungen zu fällen, von denen unser Leben in der Zukunft abhängt? Die geheiligte Institution der Ehe wandelt sich. Die Rollen von Mann und Frau haben sich verändert. Viele Ehepartner sind außerstande, sich zu zweit, aber doch allein in einer Umwelt zurechtzufinden, die in sprunghafter Veränderung begriffen ist. Ist die Großfamilie, die den Schutz einer Gruppe bietet, vielleicht eine neue Form zukünftigen Zusammenlebens? Wie wird sich unsere Wirtschaft verändern und mit ihr die Arbeitswelt? Computer und Automation werden immer mehr Menschen in die Rolle des Kontrolleurs drängen, der nur noch überwacht oder eintönige Handgriffe ausführt. Befriedigung in der Arbeit wird es für Millionen nicht mehr geben. Das soll ja wiederkommen, wenn die Roboter erscheinen. Einen Ausgleich dafür könnte die größere Freizeit bieten, wenn sie individuell gestaltet wird. Aber wird es in einem System der freien Marktwirtschaft möglich sein, unsere Freizeit gegen Manipulation durch eine raffiniert arbeitende Freizeitindustrie zu verteidigen? Wir erzeugen mit ausgeklügelten Methoden mehr Lebensmittel, als wir verbrauchen können. Aber während wir im Überfluss leben, ist es uns nicht gelungen, Hungersnot in anderen Teilen der Welt zu verhindern. In den 20er Jahren klagte das hungernde Europa Kanada und Brasilien an, weil dort Weizen und Kaffee verbrannt wurden, um die Preise zu halten. Heute vernichtet Europa seine überschüssigen Nahrungsmittel, während auf der Welt noch Millionen Menschen verhungern. Ja, schreckliche Zeit damals.
Alle Nationen der Welt zusammen, aber auch die Hungernden, geben jedes Jahr 650 Milliarden Mark für immer bessere Waffen aus. Zum ersten Male in der Geschichte unseres Planeten sind Menschen in der Lage, die Welt in eine radioaktive, unbewohnbare Wüste zu verwandeln. Alle Anstrengungen um die Zukunft der Menschheit erscheinen fragwürdig, solange es nicht gelingt, eine weltweite Abrüstung zu erreichen. Wir haben nur noch die Wahl, zusammen zu leben oder gemeinsam zu sterben. Technik und Wissenschaft beeinflussen in einem Jahrzehnt die Geschicke der Menschheit mehr als früher in Jahrhunderten. Das Tempo der Entwicklung überfordert uns. Wir reißen das Alte ein, ohne genügend erforscht zu haben, wie das Neue aussehen soll. Nach dem Ende des Krieges wurde gebaut, um erst einmal den Bedarf an Wohnungen zu decken. Aber inzwischen haben wir ungezählte Millionen Kubikmeter Beton zu riesigen Wohnmaschinen verarbeitet. Wir haben ganze Städte wie für die Ewigkeit errichtet, ohne genügend die veränderten Bedürfnisse der Menschen zu untersuchen. Nun ragen überall steinerne Monumente in den Himmel, Zeugen einer Architektur, die den Menschen ignorierte. Unsere Vergangenheit erforschen wir gründlich und mit großem Aufwand. Zukunftsplanung aber findet bis jetzt nur zersplittert an einzelnen Instituten mit einem lächerlichen Einsatz an Mitteln statt. Die Fähigkeit des Menschen, seine Umwelt gedankenlos zu zerstören, ist nahezu unbegrenzt, sagte ein amerikanischer Naturwissenschaftler. Politiker und Wissenschaftler stehen vor der Aufgabe, den schon weit fortgeschrittenen Zerstörungsprozess zu bremsen, bevor es zu spät ist. Wir haben dazu nicht mehr viel Zeit. Ja. Das Video geht doch an die Moral. Ich dachte, es würde etwas mehr über die Technik zeigen. Aber es zeigt auch, was der Mensch für Schwierigkeiten mit der Umwelt hatte. Oder auch hat. Ja, wollen wir es jetzt nicht sehen. Ja. Ich hoffe, ihr habt das auch gesehen, so wie ich. Hat das Video gefallen? Schreibt es mir in den Kommentaren. Wenn noch mehr sein soll, gebt mir ein Like, nicht vergessen. Ja. Gibt es ja nicht so viel zu sagen jetzt zu dem Video. Also hat mir gefallen, der Einblick, der erste Teil mit Herrn B. War sehr amüsierend, muss man sagen, jetzt aus heutiger Sicht. Aber die Umwelt, Schwierigkeiten und Naturschutz und ähnliches, das sind ja noch heutige Themen. Und dann schauen wir mal, wie es so wird im Jahr 2020. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich melde mich ab. Terrafox mein Name. Ciao.